Hallo liebe YouTuber, hier ist der Dirk und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich muss mal was loswerden und zwar zum Thema Minimalismus. Sonntag, Langeweile, ich bin über einen Podcast gestolpert von The Minimalist, The One and Only. Die beiden Jungs, kann man von halten, was man will, war ganz interessant. Da auf jeden Fall hat es mich dazu gebracht, mal wieder ein paar Sachen auszusortieren, die ich noch von meinem ganzen Foto-Video-Mist übrig hatte, den ich nicht mehr wirklich brauche. Da habe ich auch schon mit zumindest so ein bisschen angefangen, ein paar Sachen auszusortieren hier. Und da ist mir doch was in den Kopf gekommen, wo ich schon die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, und zwar die tolle KonMari-Methode. Von der KonMari-Methode halte ich gar nichts. Ich habe mir angeguckt, was die gute Frau zu sagen hat, wie ihr System funktioniert. Und das ist ja nicht nur bei ihr so, sie hat da den Minimalismus nicht erfunden. Und dieses Guru-hafte geht mir sowieso völlig auf den Sack. Aber ihre Methode finde ich scheiße. Und ich möchte auch mal sagen, warum. Da wollte ich schon die ganze Zeit ein Video drüber machen, wo ich eigentlich persönlich gar keine Videos mehr mache. Aber das ist mir jetzt echt mal ein Bedürfnis, da was so zu sagen. Minimalismus finde ich toll. Ja, für die Leute, die es machen wollen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich möchte mein Leben vereinfachen, wohne sowieso nur in einer WG, habe wenig Platz und finde Minimalismus eine gute Sache. Ich übertreibe es aber nicht. Ich habe auch ein Auto und ich habe auch einen kleinen Fernseher. Aber immerhin komme ich mit meinen 16 Quadratmetern hin und brauche nicht alleine eine ganze Wohnung, die voll steht. Also ich betrachte mich schon als Minimalist. Ich denke, steht hier auch nicht allzu viel rum. Aber die KonMari-Methode. Zuerst habe ich mir gedacht, nettes junges Mädel, vielleicht hat die ja tolle Tipps auf Lager, aber egal, was ich mir von ihr anschaue, es geht immer nur um die Frage, does it spark joy to you? Und ganz ehrlich, bei den Sachen, die so übrig geblieben sind, diese Schere sparkt kein Joy zu mir, überhaupt nicht, aber ich brauche sie. Dieser Tesafilm-Abroller wird mindestens ein, zweimal im Monat benutzt. Deswegen schmeiße ich ihn nicht weg. Und auch da empfinde ich keine pure Freude, wenn ich dieses Scheißding angucke. Ich brauche ihn einfach ab und zu. Ja, das gleiche ist irgendwie bei einer Bodylotion, weil ich trockenes Gesicht habe. Die geilt mich auch nicht total an. Vielleicht kann man da andere Sachen mitmachen, die geil sind, schön. Aber es spart keinen Joy zu mir. Aber ich schmeiße sie trotzdem nicht weg. Was ich damit sagen will. Dieses Guru-mäßige. Ja, ich ziehe mir jetzt auch, habe durch Zufall diesen Podcast von The Minimalist mir reingezogen. Weil es mich mal interessiert hat, was die Jungs da machen. Die sind ja irgendwie relativ berühmt. Kann man sich alles reinziehen, aber rennt nicht diesen Gurus hinterher. Ich finde, da muss jeder so seinen eigenen persönlichen Weg finden. Im gesunden Rahmen und ein bisschen nachdenken, Kopf einschalten und nicht irgendwelche. Nee, ganz ehrlich. Dieses Emotionale dabei geht mir echt auf den Keks. Die KonMari-Methode würde mir überhaupt nichts bringen. Wenn ich nur das behalte, was wirklich mir die reine Freude verschafft, dann würde ich, glaube ich, untergehen, weil ich nichts mehr habe. Bis auf drei Sachen oder so. Also egal. Was sagt ihr dazu? Haut mal was in die Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr das Video liked. Und ja, sagt mal, was ihr dazu sagt. Betreibt ihr Minimalismus und wie seht ihr das Ganze? Macht's gut, euer Dirk.